Da sind wir wieder back. Willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns die neuen Skins an, und zwar die Skins der Prisma 2 Case. Da fangen wir ganz vorne mit der M4A1S Player 2 an, die richtig sweet aussieht. Vorhin im Kleinen dachte ich, das hier soll Bomberman sein. Soll es Bomberman sein? Irgendwie ist es Bomberman, oder? Ich glaube schon. Die sieht wirklich sweet aus. Holla die Waldfee. Endlich wieder bunte Skins, die reingeballert werden. Sehr schön. Dann haben wir hier die Glock 18 Bullet Queen. Für die Damen natürlich optimal, ja, aber auch für die Herren. Schön anzusehen. Die Bullets sehen wirklich geil aus. Sie natürlich auch, das ist klar. Die Sternchen hier vorne, sexy. Dann haben wir hier die AK Phantom Disruptor. Die ist jetzt nicht so ganz meins. Also, es sieht schon gut aus, was da drauf ist. Auf jeden Fall vor allem das Maul hier vorne. Sweet. Aber es ist halt dann doch im Vergleich zu den anderen eher farblos und stößt halt nicht so krass durch diese Buntheitsdecke durch. Ich bin einfach ein Kind, was Skins angeht, da bin ich halt dann doch ein Kind. Jetzt haben wir hier die Discotech Mac 10. Das Teil ist ja mal sweet, guck mal da. Holo-Prolo. Ja. Schön. Mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen, ne? Einfach schön. Nun kommt hier die Mac 7 Justice daher und die ist natürlich krass. Obwohl Gold ja gar nicht so meins ist, ist trotzdem ziemlich sweet. Da wurde sich aber Mühe gegeben, vor allem mit den Kreuzchen hier unten. Mhm. Als nächstes gibt es die SG-553 Draw Darking, Darkwing. Darkwing Duck. Ist natürlich krass, ne? Da kann man sich gar nicht beschweren. Schön, wirklich schön. Jetzt haltet euch fest, die Acid Etched. Die sieht immer sweet aus. Oh, die noch ein Stat-Track, ein Gedicht. Und jetzt kommt die Sword Off. Geil, die ist ja richtig insane. Bester Skin bis jetzt hier in der Case. Sick, dude. Guck mal, die Uhr. Geil. Da ist der Track drauf, ja. Ja, dann gibt es ja noch diese Enforcer, bei der wir ja schon von weiter weg gesagt haben, dass sie wahrscheinlich so mittelprächtig aussieht, aber halt einfach eine Waffe ist, die nicht gespielt wird. Das wissen wir ja schon. Oh, die Fever Dream Scout. Die ist nice. Die ist richtig nice. Passt auch perfekt. Don't crapply. Careful. Hahaha. Ja, ne? Hier haben wir den Kandidaten, den Sneasel vorhin direkt gezogen hat, und zwar eine Capillary AWP. Ja, also auf der Pistole ist es dann doch etwas schöner als auf der AWP, oder? Es ist halt einfach zu wenig. Es ist dann doch zu wenig. Es sollte sich dann weiter nach vorne schlängeln oder dichter nach vorne schlängeln, aber so gefällt mir nicht ganz. Oh, die Desert Eagle Blue Ply sieht doch nicht so schlecht aus, wie ich eigentlich gedacht habe. Einfach aus Holzscheiben zusammengelegtes Wäffelchen. Ja, das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Jetzt nicht meine Lieblingsdiegel, aber auch nicht meine Unlieblingsding. Oh, die Tomcat. Oh. Ho. Jetzt nicht gerade bunt, aber trotzdem schick. Alle Augspieler zugreifen. Also im Moment noch nicht, ist er jetzt schweineteuer. So, und der Revolver, oh. Oh, und der kann aber doch einiges. Der sah in einem kleinen Bild einfach kacke aus, aber hier. So, voll auflösend. Da ist er aber ziemlich ambitiös, oder? Hier noch eine Desert Strike MP5. Ja, die ist jetzt irgendwie gar nichts. Eine Negev Prototype, die wiederum nicht schlecht aussieht. Von der habe ich gesagt, dass die wahrscheinlich ganz cool aussieht, aber nicht so oft gespielt wird. Nicht die, es war nicht die andere da, die Autosnipe. Und zu der Letzt der Skin, der vorhin von Yakuza gezogen wurde, und zwar die Distressed CZ75 Auto. Das sieht ganz schick aus eigentlich, so aufpoliertes Kupfer, wie so ein Kupferstich als Waffe. Geht. Aber hier natürlich mein absolutes Highlight. Die Sword of Apocalypto, die sieht geil aus. Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt euch ergötzen können an den Skins. Ich werde erst noch die beiden Maps machen. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Kommentare, Dankeschön für die Likes. Haut rein und bis zum nächsten Video. Übrigens gibt es Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr.